meine Stadt, meine Show, mein Stylist, meine Gabi, mein Kopf, meine Gäste, mein Love. Nein, aber ganz schnell. Jetzt wird nämlich hier alles schick gemacht, ja? Im wahrsten Sinne des Wortes. Kathi Karrenbauer ist zu Gast und sie hat sich gewünscht, einmal anders auszusehen. Ein bisschen weiblicher, hat sie gesagt. Naja, gut, das machen wir, kein Problem. Und dafür brauchen wir Chris und Mats. Hallo. Hallo. Mats kümmert sich um die Klamotten, Chris kümmert sich um dein Make-up. Ja. Um dein ja. Gesicht quasi. Hier, Kathi, liegt dein Gesicht. Hier liegt mein Gesicht. Da liegt das Gesicht, ja. Da habe ich aber vier Gesichter. Ja, also. Kann ich sagen. Chris, was gibt es heute? Na, wir wollen heute mal eine Ikone der 60er aufgreifen, Brigitte Bardot. Kathi ist ja selber ein 60er-Jahre-Kind, dementsprechend kann man das ruhig mal machen und vor allen Dingen auch so ein bisschen mal femininer, ein bisschen was Weicheres reinbringen in Kathis Look. Dementsprechend fangen wir einfach mal an bei den Haaren, würde ich sagen. Bitte schön, hau rein! Also gibt es was, wo du sagst, ach, das würde ich gerne mal machen lassen oder generell, damit bin ich nicht so zufrieden, aber ich lasse es trotzdem? Es gibt viele Stellen, die ich gerne machen lassen würde, wie zum Beispiel Arme. Also ich saß neulich im Cabrio und dachte, huch, was flattert da? Und das waren meine Oberarme. Nein, wirklich? Doch! Wie findest du das hier jetzt, was, so, was Christi gezaubert hat? Du auf die Schnelle, zack, zack, eine andere Frisur. Macht da so eine Riesenwelle. Ganz einfach, vor allem locker gesteckt, also ganz super. Wichtig, dass es nicht zu streng ist. Ne? Und jetzt halt einfach so zum Abschluss würde ich halt jetzt noch sowas nehmen wie einen Fluid Line, also einen flüssigen Eyeliner oder in Gelform. Einfach einen Dreieckspinsel nehmen. Dreieckspinsel? Was ist das? Dreieckspinsel sieht so aus, dass du halt so eine abgeschrägte Kante hast. Dann macht man das hier so flach, macht man das Auge zu. Hau drauf. Gerade mal einfach gucken und zumachen. Genau. Gerade gucken musst du. Ja. So, und dann setzen wir das ganz nah an den Wimpernkranz ran, weil es darf definitiv kein dicker Eyeliner sein, nicht Amy Winehouse-mäßig, sondern zart, weil auch Brigitte Bardot trug nur einen ganz zarten Eyeliner und nicht so einen Kavenzmann. Das sah doch immer aus, als wenn das ganz dick gemalt wäre. Ja, habe ich auch gerade gedacht. 60er Jahre, ich fand es immer so ganz dick. Mit hinten so einem Dreieck. Und man zog das ja immer so nach oben. Immer mal gerade schauen. Nee, dich selbst einfach anschauen. Perfekt. Das war's auch schon. Andere Seite noch schnell. Also, was ich so witzig finde, also die Frauen, immer wenn wir uns schminken, machen wir immer so mit dem Mund. Den so, knüpft ne? Den Kussmund, ne? Sofort. Das mache ich aber auch beim Fotografieren. Das konnte ich mir direkt nie ein Duckface? Ja. Ich sehe immer aus wie ein Volltrottel. Alle Bilder, die du von mir siehst, da habe ich immer so. Da sehe ich immer aus, als hätte ich Negerlippen. Warum machen wie wir das? Wie man das früher denn? Sagte, also voll aufgespritzt. Siehst du schon wieder? Aber witzig, dass wir das alle machen. Das kann ich dann. Machst du das auch, echt? Guck mal noch einmal ganz kurz in die Ecke, nur mit den Augen. Genau, dann ganz wichtig, auch hier vorne die Dunkelheit ranzusetzen. Und nochmal die andere Seite. Ah, da sehe ich aber Brustbehaarung. Ja. Yeah. Neidisch, wa? Wir sind doch hier in einer Mädchensendung, da darf man doch sagen. Guck mal, und jetzt ganz einfach, 5 Minuten haben wir eine kleine Brigitte aus dir gezaubert. Also, abgesehen davon, dass Brigitte ja ein bisschen blondhaariger war, eine kleine Nase. Naja, aber es geht, aber du bist natürlicher als sie. So, hast du denn noch ein bisschen Gloss? Gloss habe ich natürlich auch für dich hier liegen. Also, du magst das, ne? So hier Styling und alles, ne? Das gefällt du, wenn es mal losgeht, dann geht's los. Dann möchte ich auch das ganze Programm. Super, dann kriegst du also Lipgloss und dann gibt's gleich Klamotten.